Ich bin Lisa, ich bin aus Berlin, ich bin 30 und ich bin schwanger zum ersten Mal und es ist gerade eine sehr aufregende Zeit. Vieles ist im Wandel. Ich glaube, das Wichtigste für mich auch modisch in meiner Schwangerschaft ist es, ich selbst zu sein und meinen eigenen Stil weiter beizubehalten oder weiter neu zu erfinden. Und tatsächlich ist es ja oft so, dass Schwangere eher versuchen, ihren Bauch zu verstecken in der Mode, weite Sachen tragen, sehr liebliche Sachen tragen, sehr klassisch weibliche Silhouetten auch tragen. Und ich glaube, genau das hat heute so viel Spaß gemacht, das ein bisschen zu brechen und Baggy Pants zu tragen, ein bisschen edgier zu gehen und ein bisschen coolere Looks zu zeigen, die schwanger genauso funktionieren können. Tatsächlich war es gar nicht so einfach für dieses Shooting heute auch passende Moods zu finden von coolen, starken, modischen Frauen, die ihre Schwangerschaft zeigen oder auf eine ästhetische, zeitgenössische Art ihre Schwangerschaft zeigen. Und das hat mich eigentlich noch mehr bestärkt, sozusagen mit diesem Shooting heute auch ein bisschen die Regeln zu brechen und modisch auch ein bisschen was anderes zu wagen. Ich glaube nicht, dass es immer einfach ist und es ist ganz bestimmt so, dass man da auch Vorurteile trifft und dass Muttersein was sehr Heiliges, was sehr Reines, Pures, vielleicht auch teilweise eben dieses ganze edgy, sexy Sein oder dieses weiblich Sein sozusagen auch teilweise ausschließt, weil man plötzlich so eine ganze reine Figur sozusagen in vielen Köpfen ist und dann bestimmte Dinge nicht mehr passen. Aber ich versuche das eben für mich selbst zu definieren und zu sagen, ey, ich bin immer noch ich. Ich bin schwanger, aber ich will immer noch ich bleiben. Ich glaube, vor allem style-wise ist es so, dass viele Frauen versuchen, wenn sie vor die Tür zu gehen, das auch eher zu verstecken, dass sie schwanger sind. Ich habe bis jetzt eben lange es sozusagen auf Social Media ist draußen gehalten, aber es in meinem Alltag nicht unbedingt versteckt, weil ich es schön finde und weil ich mich selbst schwanger schön finde und ich es schön fand, auch, keine Ahnung, im Sommer dann mit einem Crop Top und bauchfrei und dann sieht man schon ein Bäuchchen und ich wollte das nicht verstecken und ich glaube, das ist schon leider ein Regelbruch sozusagen, das erstmal nicht zu verstecken, sondern sich schön zu finden mit diesen neuen Rundungen und seinen neuen Körper sozusagen lieben zu lernen und auch zu zeigen und selbstbewusst zu zeigen und zu sagen, hey, ich fühle mich ganz geil so. Ich glaube, ich bin auch in einer ganz privilegierten Position sozusagen als Selbstmedienschaffende neue Bilder zu kreieren, neue Vorbilder zu kreieren und ich glaube, dessen müssen wir uns auch bewusst sein, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit steht, was man da abbildet. Und auch, wenn man eben in so eine neue Rolle hineinwächst, für mich, wo ich eben nicht so viel Inspiration oder Vorbilder hatte, wo ich dachte, genau so möchte ich das Leben für mich, das Muttersein oder das Schwangersein an sich, ist es spannend, das selbst zu kreieren und was meine eigene Version zu kreieren und damit vielleicht auch anderen Frauen Mut zu machen, egal ob sie in der Modebranche sind, wo ich, muss ich sagen, bestimmt ganz andere Freiheiten habe als andere Frauen. Aber egal, wo, in welchem Umfeld die sich befinden, ihre eigene Version davon zu kreieren und sich frei zu machen von bestimmten Erwartungshaltungen oder gesellschaftlichen Rollenbildern und zu sagen, ich schaffe meine eigene Version davon. Genau, ich glaube, die eigene Version zu kreieren bedeutet eben nicht, nur weil ich jetzt fühle, Baggy-Hosen zu tragen oder bauchfrei zu sein oder relativ, sag ich mal, sexy mich vielleicht auch zu zeigen oder körperbetont in der Schwangerschaft, heißt es ja nicht, dass andere Frauen das auch machen wollen oder sollen, sondern eben diese Freiheit, ihr eigenes Ding zu kreieren und ihre Version zu erschaffen, dazu will ich Mut machen. Und das muss nicht modisch sein, das muss nicht High Fashion sein, sondern einfach authentisch. Wir sind gerade in einer ganz spannenden Zeit, wo viele Regeln auch für Mütter, fürs Muttersein, für Familie generell, was bedeutet für Familie, was bedeuten Familienstrukturen, sich verändern und das ist eine Chance. Man kann es selbst definieren. Aber ich glaube trotzdem, dass viele gesellschaftliche Supportsysteme noch nicht so da sind, um wirklich Familien zu fördern. Ich glaube, da kann man noch ganz viel machen und ich weiß, dass ich privilegiert bin, mir das so einzuteilen, wie ich das möchte und auch die Unterstützung von einem Partner zu haben, der bei mir ist währenddessen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich versuche an mich einfach zu glauben und dass ich das schaffe und dass das eine tolle neue Aufgabe wird, auf die ich mich freue.